Ach ja, diese dämlichen Zahnräder. So, nochmal ganz von vorne. Müssen wir die alle verbauen? Das ist auch noch die Frage. Kann ich das auch noch hier? Oh. Warte mal, was mache ich denn mit dem Ding? Vergrößere ich damit irgendwas? Nee, ne? Das... Ach. Okay, das funktioniert also auch. Nimm die mal raus. Genau. Nimm den mal raus. Also oben, das obere war auf jeden Fall richtig. Da muss auf jeden Fall ein großes Zahnrad hin. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich alle gleich groß sind. Aber das müsste. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Hier muss auch auf jeden Fall ein großes hin. Dann müssen wir das etwas kleinere auf jeden Fall hier reinpappen. Dann wird das nämlich auch angekurbelt. So, und jetzt haben wir noch diese Verbindungsstücke. Das Problem ist, was machen wir mit denen? Setze ich den hier drauf? Und hier oder hier drauf? Ich glaube, ich muss die echt alle verbauen. Setz den mal hier. Ne, setz den mal nicht dahin. Setz den mal hier hin. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich ein großes hier hinsetze? Geht das überhaupt? Jawohl. Dann wird das nämlich... Jawohl, so ist das schon mal korrekt. Dann kommt das auf jeden Fall hier hin. Ah, scheiße, aber dann habe ich immer noch eins, wo ich nicht weiß, wohin damit. Das kommt dann hier hin. Aber ich habe ja kein Verbindungsstück jetzt mehr. Oder spielt das gar keine Rolle? Nee, Moment, Moment. Dann muss ich das doch hier. Das hier weg. Dann muss doch das hier rüber. So. Das da drauf. So, und jetzt kommt das nämlich da dran. Das ist schon mal gut. Und das kann ich jetzt einfach nur da drauf setzen. Und da kommt nämlich die Kette drumherum, damit die beiden miteinander verbunden sind. Nämlich hier. Passt hier nicht. Nein? Scheiße. War das doch andersherum, richtig? War das doch so richtig? Die Kette passt. Also hier passt sie auf jeden Fall. Das wäre dann schon mal korrekt. Die Frage ist jetzt nur... Nimm das mal weg. Und das nimmst du auch noch mal weg. Und das nimmst du auch noch mal weg. So, ich würde nämlich sagen... Dass das wo muss? Geht das jetzt? Ich probiere mal. Jetzt geht es. Okay, das ist schon mal gut. Kann ich da oder kann ich das sogar schon machen? Die Kette passt hier nicht. Ich glaube, ich kann ja da nicht weitermachen, irgendwas. Oder reicht das schon? Moment. Die Kette passt hier nicht. Nee, das passt schon mal nicht. Das heißt, ich muss doch hier, weil ich muss ja bis nach da hinten hinkommen. So hatte ich das ja gerade doch auch schon. Aber es ging ja nicht. Weil die Kette nicht passt. Die Kette passt hier nicht. Warum passt die denn nicht? Die Kette passt hier nicht. Oder muss das Ding nur da drauf sein?
Nehmen wir nochmal das Verbindungsstück da weg. Und versuche es jetzt noch einmal. So und so. Die Kette passt hier. Nee, passt nicht, sagt er. Wieso passt das nicht? Leg die mal ab. Das ist doch jetzt korrekt, die Seite. Das dreht sich nämlich schon. Und die Kette muss auf jeden Fall hier und hier hin. So, wenn ich das jetzt mit da drauf pappe, dann passt das. Oder kommt das Verbindungsstück zu ganz zuletzt? Das kann doch aber auch nicht sein. Nee. Hier geht es. So. Aber da passt es doch nicht. Meine Güte, was ist das denn für ein Beschiss? Das muss doch, das ist alles korrekt. Das ist ja, das müsste jetzt fest sein. Das Zahnrad wird davon angetrieben. Oder muss das Stückchen noch da drauf? Nee, dann passt das ja auch wieder nicht. Oder? Nee, dann passt ja, glaube ich, die Kette auch wieder nicht da drauf. Die sind ja alle gleich. Die Kette passt hier nicht. Oh, wieso nicht? Die Kette passt hier nicht. Die Kette passt hier nicht. Die Kette passt hier nicht. So, natürlich passt die nicht. Warum passt die denn nicht? Das kann doch nicht sein. Die sind doch alle gleich groß, ne? Oder ist das Ding vielleicht doch falsch? Und ich muss nur... Ah ne, das war ja... Das hatte ich ja gerade schon so. Die Kette passt hier nicht. Die Kette passt hier nicht. Ja. Wenn ich erst so ein zentrales Stück hier... Boah, ich werde nicht mehr... Da musst du das ganz nach unten pappen. Und jetzt? Natürlich nicht da. Wir müssen das natürlich, das letzte Rad noch zum... Boah, war das eine schwere Geburt. Holy shit. Marley baute also einen mechanischen Globus. Dieser Globus ist hohl. Es müsste möglich sein, ihn zu öffnen. Und was befindet sich? Ja, das wussten wir aber auch schon vorher. Boah, diese scheiß Zahnräder. Oh nein, haben wir jetzt schon wieder so ein Ding? Das war ja in dem Schrank auch, diese Teile. Bruchstück, ja.
Metallgegenstand, okay. Schlüssel. Schlüssel. Ist der Schlüssel für den Safe? Natürlich nicht. Ach, leck mich doch. Doch. Ja, warte. Da rein. Zack. Öffnen. Surprise, surprise. Was haben wir hier? Auch wieder ein Stück von der Statue, oder? Es ist ein Vermögen wert. Ich dachte, die hätten die Statue... Ah, da haben wir auch nämlich nochmal was. Die Statue besteht aus drei Teilen. Nur der goldene Teil ist original. Den Rest muss Marley rekonstruiert haben. Und wir haben ja noch ein Stück haben wir ja im Clubhaus. Okay, das ist fertig. Was haben wir hier noch? Notizblock oder was? Ich weiß, dass ich einer der Auserwählten bin. Tiquan Uman will mich als sein Werkzeug einsetzen. Lieber Gott, beschütze mich. Ich will nicht sterben. Und nochmal, was haben wir hier? Ein Foto oder sowas? Nee. Ah, da haben wir nämlich eine von diesem, von dieser Platte. Nimm mit, das brauchen wir auf jeden Fall. Dieses Objekt wird wohl mit einem anderen verbunden. Richtig. Es wird bald hell. Die Arbeiter werden demnächst eintreffen. Zeit zu gehen. Ja, es fällt auch nicht auf, ne? Dass da der Schrank kaputt ist, dass der Safe offen ist und Hauptsache der lässt dann das Gold da drin, aber auch egal. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Huch, hier komme ich nicht zurück. Ah ne, ich kann ja auch einfach wieder... Was war da? Oh, ich bin im falschen Modus drin gewesen. Verwenden. Ja, aber das reicht ja nicht. Da fehlt mir ja noch ein Stück. Och, da fehlten ja zwei Stücke. Ich kann ja mal eben einmal gucken und setze das da mal kurz ein. Aber mir fehlt auf jeden Fall da noch eins. Nur die Frage, wo ich das noch herbekomme. Wahrscheinlich irgendwie noch was mit dem Tempel. Oder den Tempel muss ich als Mechanismus dort in den Globus einsetzen. Am nächsten Morgen. Oh. Der nächste Morgen. Guten Morgen. Mit dem rede ich auf jeden Fall noch nicht. Die stehen alle noch gleich. Am nächsten Morgen. Die stehen immer noch alle gleich hier rum. Nee, ist klar. So, das muss ich da bei Guatemala einsetzen. Mexiko. Ja. Ach, das reichte schon. Ach, ich dachte, wir brauchen da auch noch eins. Ah, und da kommt der Mechanismus. Hier kommt der Mechanismus ins Spiel. Und den muss ich wahrscheinlich dann drehen wieder, oder was? Nein, muss ich nicht. Das Modell ist vollständig und mit ein bisschen Konzentration kann ich mir vorstellen, was geschehen ist. Oh nein. Ja, und? Was ist geschehen? Ja. Hä? Mit ein wenig Konzentration kann er sich vorstellen, was passiert ist. Das Modell ist vollständig und mit ein bisschen Konzentration kann ich mir vorstellen, ob da diese einzelnen Goldstücke da drauf kommen? Nee, ne? Das sind auch nur so Tempeldinger. Ja, ich weiß es jetzt wieder nur nicht, was ich machen soll. Mit ein bisschen Vorstellung. Aber da macht er halt nichts. Visualisiere es. Du musst es spüren. Du musst es wollen. Ist halt jetzt nur die Frage, was kann er sich denn genau vorstellen? Durchsuchen Sie das Clubhaus. Ja, aber... Damit kann ich auf jeden Fall nichts machen. Ja, und hier macht er nichts. Ah, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich brauche den Gong.
So. Game over. Wohin gehst du denn jetzt? Ah, haben wir hier einen Mechanismus noch? Nee. Oder wird er aktiviert, wenn ich das so mache? Auch nicht. Nee. Muss ich jetzt was mit der Kiste machen? Muss ich jetzt vielleicht das Goldstück da nehmen? Nimm mit. Nimm mit. Das ist wohl ein Teil einer Statue aus Guatemala. Richtig, der wollte die bestimmt klauen oder sowas und hat da Sachen hergestellt, die so ähnlich aussehen. Aber da kann ich nichts mit machen. Kannst doch auch nicht drehen oder sonstiges. Ich kann hier nichts machen. Ja, da meckerst du immer, ne? Das Modell ist vollständig und mit ein bisschen Konzentration kann ich mir vorstellen, was geschehen ist. Bestimmt kannst du das.